Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren TZEWG von uns. Und Matze platziert wieder ein Schild, ja. Yeah. Dieses Mal geht es um das Wargear V3 Nemesis von Alex M163. Und wir sind hier in einem schönen Spawn oder so, Punkt hier. Ja, Und genau so ja, ist es. danke Matze. Ja, hat man es wenigstens sehen können? Ja, leider. Ja, zum Glück. Ja, wie ihr seht, sind wir noch nicht im Wargear, aber dann gehen wir jetzt mal rein, wenn wir hier die Tür aufmachen. Genau, wir haben hier eine schöne Pistentür. Muss man hier. Ah, guck mal, hier müssen wir lang, genau. Sehr professionell gemacht, muss man sagen. Ja, und das ist hier schon die Seite von dem Riesenteil. Ein bisschen leer, kann man gleich mal dazu sagen. Aber naja, wir zeigen es einfach mal von vorne. Jo, also wie ihr seht, ist wirklich ein Riesenteil, extrem groß und fett und dick und sonst was, was weiß ich was. Ja. Und es ist ein bisschen angelehnt oder inspiriert von V5, kann man vielleicht sagen. Zwar nicht so stark, das habe ich schon bessere Fakes gesehen, aber zum Beispiel das mit der großen Kanone, die Farbe, das Codeschloss und so weiter. Man wird auch ein bisschen innen sehen, dass es ein bisschen davon inspiriert ist, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wir haben das Video leider schon mal gemacht, dann da ist leider Fraps abgestürzt und danach war dann die Aufnahmen beschädigt und konnten nicht mehr abgespielt werden. Ja, leider. Da waren wir schon zwar ganz drin eigentlich. Aber egal. Wir werden es trotzdem versuchen, euch zu zeigen und es dann zu bewerten im Anschluss. Genau, und hast du überhaupt schon gesagt, von wem das Wargear ist, wie man sich Ja, das also eingesteckt nochmal, das hat? ist von der Alex 163 und das ist jetzt, wie wir es mit den TZEWGs auch machen, zufällig ausgelost worden. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Also, das hat sogar niemand von uns gemacht, also das war Genau, ein jemand Freund. anderes. Genau, und deswegen machen wir das ganz zufällig eben. Und ja, also ich muss sagen, von außen her sieht's ganz geil aus und ich finde auch, es ist nicht so direkt gleich ein V5-Fake von Mr. Creative, weil ich meine, es hat halt nun mal schwarze Wolle. Okay, das hat das V5 auch, aber das hat unser V7 auch teilweise und der V6 auch teilweise. Ja, klar. Also. Also wirklich, ein totaler Fake ist das auf jeden Fall nicht. Also das, ich sag ja auch inspiriert, ne? Die Füße sehen ein bisschen ähnlich aus, aber naja, komm, das ist auf jeden Fall kein Minuspunkt. Ja, optisch Aber. würde ich auch sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Die Scheinwerfer, gut, die sind vielleicht ein bisschen sehr dreieckig, hätten vielleicht ein bisschen schickere Form machen können, aber naja. Dann hier, da ist noch mit Nether Quartz, oder nur Quarzblöcken, verschönert hier ein bisschen. Man hat versucht, das abzurunden hier, zum Beispiel beim Rücken so ein bisschen und noch so Füße. Auf jeden Fall ist es nicht so, nicht schlecht. Und hier oben steht noch JAF drauf. Generell bleibt es aber leider etwas kastenförmig, Ja. finde ich. Und aus den Scheinwerfern hätte man wirklich mehr machen können. Hier gerade in der Mitte ist gar nichts. Und diese Ja. weiße Verzierung hier links ist rechts auch nicht da. Und ich finde halt hier in der Mitte ist es ein bisschen leer. Und dafür, dass an den Seiten auch nichts ist und hinten auch nichts, ist es ein bisschen mager. Okay, hier oben auf dem Dach ist was, aber das war's dann Ja, das auch. Dach ist eigentlich ganz, fast schon die schönste Seite bei dem Wargear. Ja, gut, dann gehen wir einfach mal hier auf der Seite rein. Genau, das habt ihr bestimmt schon gesehen, da hängt ein Codeschloss dran und du springst auf den Wall anstatt runter. So. Ja, der Code ist schon eingegeben. Ein zehnstelliges Codeschloss, dadurch ist es, Hoppla, kurzes Lag. Ein bisschen schwieriger, einen Code rauszufinden. Wobei es aber auch nur ein Codeschloss ist mit Schaltern. Also das ist jetzt nicht so, ja, nicht so gut wie mit Buttons, aber das ist für Platzleistung eigentlich viel besser, finde ich persönlich, als mit den T-Flip-Flops. Bei so einem großen Wargear hätte man vielleicht genügend Platz für T-Flip-Flops, aber die kleinere Variante ist auf jeden Fall, wenn man weniger Platz hat, ja, empfehlenswerter. Ich meine auch wirklich bei 10 Buttons müsstest du ja dann wirklich jeden einzelnen T flipfloppen. Keine Ahnung, das wird dann schon Ja. einiges an Ist auf jeden Kraft Fall auch richtig kosten. gebaut, habe ich auch gerade eben geguckt. Weil es gibt manche, es wird ja so gebaut, die Ziffern sozusagen, das ist letztendlich ein ganz großes AND-Gate. Sozusagen, alle, die man umklappen muss, die, dahinter befindet sich eine Fackel. Dann gehen alle Fackeln aus, letztendlich. Und dann wird dann Output gegeben.
an Endgame halt. Aber wenn jetzt zum Beispiel noch eine falsche dazugeschaltet wird, wird den Redstone aktiviert und damit kann die Endgate-Fackel nicht angehen. Und ich dachte, es gibt auch manche Leute, die vergessen das mit dahinter Redstone zu packen, hinter die anderen Schalter. Aber das funktioniert hier auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Sowas ähnliches haben wir auch mal ein Vorstellungsvideo gemacht zu Redstone-Technik oder so. Genau. Das war unser Genau zu erstes so einem Redstone-Tutorial Punkt und bis jetzt auch immer noch einziges. Also, ich hatte damals noch ein war Video gemacht, ein Redstone-Tutorial, als vorproduziertes Video, als wir nicht da waren, aber es hat leider das Hochladen gefailt. Und ich glaube, das werde ich auch mal nochmal neu machen müssen. Und ja, genau, vielleicht auch dann nochmal mit Matze. Ja, genau, dann gehen wir da hinten Jetzt erstmal geh mal rein. vor zur Tür, weil die ist noch zu, falls dir das aufgefallen ist, und ich mach die Oh, dann geil, ja. auf. So, das müsste jetzt funktionieren. Ja, hat funktioniert, sehr schön. Ist auch, Jo, finde ich, super. geil gemacht hier, dass hier vorne so Nether Quartz ist, einfach zur Optik und dahinter dann Endstone. Schön. Ja, ich finde, also der Nether Quartz von der Optik her sieht ja echt gut aus. Passt gut, ne? Ja, hier, das hat man auch in dem Hobo-Film gesehen von Mr. Creative, wo das V5 kurz gezeigt wurde, zumindest. Danke, soweit es damals schon fertig war. Und da gab es ja auch so diesen Stolperdrachen. Genau diese Szene hat man gesehen. Glaube ich. Und ja, das hat mir ja schon ein bisschen so, ja, inspirieren lassen, würde ich mal sagen. Ja, aber Ja, egal. ich denke, es ist einfach auch ein Eindringlingsalarm und ich Den denke, du hier kann man inzwischen, die Tür glaube ich, schon wieder ausgelöst haben zumachen. solltest. Aber na, obwohl, Vermutlich, ja. wenn ich jetzt hier das Code-Schloss, nee, die Tür resette, dann wird er nämlich an mal scharf, also ist nicht durchlaufen. Wahrscheinlich mache ich das jetzt genau. Oder? Ja, genau. Ja, Obwohl. da können wir immerhin überprüfen, ob ein Licht angegangen ist oder so oder ob wir eine Meldung Genau. kam. Aber ich habe auch gelesen, dass er wirklich selbst abschottet, sobald Eindringsalarm erkannt wurde. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn manche Stellen nicht mehr reinkommen würden. Naja. Ach komm, wir können immer noch griefen. Ansonsten hier ganz schön gemacht mit der roten Wolle. Eine Art Teppich sozusagen. Und auch schön gut beleuchtet hier. Wobei ich es ein bisschen seltsam finde, es fällt mir gerade hier auf, dass die Decke aus Eisen ist, aber die Wände hier in den einzelnen Bettenräumen hier nicht, aber naja. Ja, gut, Betten hast du schon angesprochen. Das ist hier wohl so ein Mannschaftsquartierraum und hier hängen halbe Betten, also. Vielleicht schlafen da noch Tja. Kinder drin oder so, aber. Genau. Oh, die zerstückelten Leichen. Ja, Genau. sicherlich. Ja, und hier, das kann man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, diese netten kleinen Flüsse hier mit Bäumen und so angedeutet, hier eine kleine Wüste. Das ist auch inspiriert von Cactus Martinis V2, wenn ich mich recht entsinne. Das ist auch ein sehr cooles Wargear. Und da hat er halt solche Vitrinen eingebaut. Da hat er aber immer noch so ein Minimodell seines Wargears reingesteckt. Fand ich eigentlich auch eine ganz geile Idee. Sozusagen, wo man immer schon war oder so. Und das hat er hier auch ein bisschen genommen. Ja, was haben wir hier sonst noch so? Hier ist noch ein Raum. Ja, eine Kantine oder so vielleicht. Fail. Das sieht ganz so aus und jetzt packe ich hier rein. Ja, das sieht aber wirklich wie eine Kantine aus mit vielen Öfen. Auch What schön mit dem the? ganzen Glas hier. Wo es ein bisschen Bis selbst. auf, genau, das wollte ich auch schon sagen. Hier teilweise Glasblöcke, teilweise Glasscheiben. Ja, das sieht alles irgendwie ein bisschen Das drollig aus. sieht ein bisschen kacke aus, sage ich mal ganz ehrlich. Genau. Hier hat man hier einfach Blöcke hin platziert. Hätte man hier vielleicht auch machen können. Naja. Also, aber die Tische sind doch irgendwie cool, was? Es geht ja mit den Treppen. Ich Wobei, finde, man wieso ist kann hier sich unten hier kein nicht so Block dran? richtig rein. Das ist nur eine Treppe. Hier. Das ist nur so eine Treppe, die Ach so so, das sind andersrum Treppen, die man hingebaut hier ist. genommen hat. Oder was? Lol. Ja, das sind Treppen. Also das hier ist zumindest eine Treppe Ah, sind gewesen. alles okay. Ein bisschen seltsam platziert, aber naja. Siehst du, jetzt habe ich wieder einen gehört. Ach, egal. Egal. Ach übrigens, by the way, da den Wargi gibt es natürlich auch zum Download. Einfach in die Beschreibung schauen. Und hier ist ein Schild nicht beschriftet. Ja, danke. Keine Ahnung, irgendwie so ein Gemeinschaftsraum, wo man Karten spielen kann oder so. Ja. Miteinander. Hier, ich Genau. spiele die ganzen Karten. Ja. Was setzt du dagegen? Weiß ich nicht. Egal, gehen wir weiter. Hab deine Karten. Oh Shotgun. mein Gott. Shotguns, ja, deutsche Sprache oder Denglisch, schwierig. Ja, das ist doch richtig geschrieben, oder nicht?
Nee, stimmt, das C ist. Das C brauchen wir eigentlich nicht irgendwie. Jetzt, wenn man da jetzt noch ein R und ein zweites T macht, dann sind das die Schrottgans, das wäre ja auch Genau. ganz lol. Ah ja, genau. Und hier griff ich mich schon wieder durch. Ich weiß nicht auch wieder, warum der Gang hier nur so klein ist, eben weil man den verriegeln kann, wie man gerade eben kurz gesehen hat an den Pistons. Aber ansonsten finde ich, die Gänge sind ein bisschen zu klein für den großen Wurg hier. Und ein bisschen zu wenig beleuchtet. Das stimmt allerdings. Ich meine, hier Das ist war so so viel klar, dass du ihn Platz. platzierst. Ja, komm, ganz ehrlich. Hier ist so viel Platz noch. Schaut euch das mal an. Hier hätte man locker auch noch mehrere Gänge reinbauen können. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade, wenn man sich durch so ein Block breit und zwei Block hoch den durchquetschen muss. Und nein, du sperrst mich nicht ein. Na, hatte ich gar nicht mal mehr vor, aber naja. Aber das kannst du mir natürlich auch nicht Nein, glauben. überhaupt nicht. Nein, kann ich auch nicht. Ja, dann Und. hier Kanonen. Viele Kanonen. Sehr viele Kanonen. Jo, sehr viele, die über die ganze Länge hier verbunden sind miteinander. Angeblich hat der Borgi, soweit ich weiß, irgendwie 47 Shotguns, glaube ich, glaube ich, gelesen in seiner Mail. Und sehr viele andere Kanonen. Und sehr viele Streukanonen, genau. Und einen Vorteil kann man hier sehen, das ist unglaublich viel Panzerung hier. 26 Blöcke von Kanonen, soweit ich weiß, sollten das sein. Und das ist wirklich viel. Allerdings fällt mir hier schon wieder was auf, womit ich einfach nicht leben kann. Also guck dir das mal an, das sind Zweier-Shotguns. Ja. Also ma noch magerer geht's ja nicht. Also wirklich Leute, ihr braucht hier nicht mit Zweier-Shotguns oder sowas ankommen. Damit macht ihr doch keinen Schaden. Ist doch Genau. ehrlich Also wahr. Ich meine. das ist das absolute Minimum, was man mit einer zwei breiten Kanone verschießen kann. Ja gut, man kann auch null mit so einer Kanone verschießen, aber dann dann ist es Ist es keine Kanone mehr? irgendwie nicht, ne? Na gut, Ich ansonsten meine, halbwegs versucht. Ja. wenn man schon so viel Panzerung davor hat, hätte man auch jetzt hier locker noch ein paar Bausteine vorne hinhauen und die Zündung hätte man noch locker hinbekommen. Ja, Also das das ist verstehe ich jetzt nicht ganz. seltsam. Dieser Wassersound gerade ein bisschen hoch und. Und was mir auch auffällt, dass es ist, die Kanonen, glaube ich, schwer nachzubeladen von hier oben. Weil Genau. wenn man da mal runterfällt, kommt man nicht mehr raus im Survival Mode. Ja, Also das erstmal das ist hier und doch nicht blöd. außerdem wer braucht bitte so viele Treibladungen? Also hätte man hier Für ganz zwei schlicht einen Brüder Ansetzer Kiwi? eingebaut, dann wären die Treibladungen viel besser genutzt, dann bräuchte man wahrscheinlich die obere Schicht gar nicht und damit wären die Kanonen besser nachladbar. Dadurch kann man mehr Schüsse raushauen, damit ist der Schaden höher. Logische Schlussfolgerung. Genau. Und hier hinten sieht man noch so eine Fackel, die von der Brücke wahrscheinlich kommt. So, hoppla leck. Die ist wahrscheinlich zur Zündung der Kanonen da. Das hat gerade ein längeres Leck irgendwie, naja. Aber es geht schon. Ja, hier sieht man's. Oh, ja. Schöner leerer Raum hier. Allerdings What the ziemlich fuck, wieso groß. ist hier oben Licht? Das Wahrscheinlich, weil hier frage ich keine mich auch ganz Fledermäuse viel. spawnen, aber das hätten wir noch auch leicht mit Fackeln lösen können. Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Lol. Ja, wo du es Alter. gerade sagst. Wenn du mal runtergehst, dann kann man es besser sehen. Ach du Alter, das Scheiße, ist das ist. extrem. Jetzt sieht mir hier eiskalt, wie dieses ganze Licht hier ausgeht. Ja, Alter, das leckt bestimmt übelst bei dir. Nö, es geht so, aber das sieht irgendwie ganz geil aus, wie das ganze Licht hier langsam ausgeht. Ich würde sagen, du packst hier mal langsam wieder den Block hin, ne? Obwohl, du hast keine Das Note habe ich mehr. schon Hast du gemacht. schon? Sehr schön. Ja, okay, aber ich dachte, wir sollten auch gar nicht so in die Technik rein, was auch immer das für ein Raum ist. Das Nein, stimmt. verdammt, jetzt habe ich es Ja, geschafft. zu langsam, zu langsam. Na gut, Ich dachte es mir schon, aber jetzt gehen wir wieder zurück und dann in die zweite Etage. Ist auch ein ziemlich großer Worgi, muss man auch sagen. So geht das. Ach, Lappen. Ja, so geht das. Du brauchst deinen Meister. Okay, hier wieder Quarztreppen. Das hätten wir vielleicht auch ein bisschen anders Alter, machen können. oh mein Gott, sind das viele Lampen. Ja. Da, solange sie steuerbar sind. Aber hier finde ich auch wieder ein bisschen. Ich finde es einmal ein bisschen fast schon übertrieben, wie viele Lampen hier verbaut wurden. Und außerdem sind die ein bisschen langweilig, sag ich mal, angeordnet. So in ganz normalen
Linien halt, ne? Und naja. Ja, irgendwie so ein, ja, ich finde nicht, man hätte hier ja auch irgendwie alle 3 Meter oder so oder 3 Blöcke unterbrechen können. Das wäre interessanter gewesen, denke ich Genau, mal. einfach so ganz klatsch hier alle Lampen hin. Das ist irgendwie ein bisschen, naja. Gut. Und das hier soll das ein Aquarium sein? Ja, ich glaube schon. Ich kann mal kurz reinfliegen. Ja, Mit das ist ein Noch, das kannst du Aquarium. Sieht man auch reinfliegen. allein in diesem schönen Boden hier. Aus Lehm und Sand. Da muss man jetzt noch so Squids reintun. Ja, nice. Genau, putzige Tierchen sind das. Jetzt bräuchte man nur noch Fische. Obwohl, Genau, da die kann gibt's man auch erstaunlicherweise in Bitcoin Minecraft auch nicht so, dass stecken. man sie rum sehen kann, wie sie rumschwimmen. Aber egal, die Squids sind viel putziger als Fische. genau, schön gemacht, finde ich. Ich habe auch in der letzten Folge, die ich noch nicht hochgeladen habe, beziehungsweise auch mal so ein Aquarium gebaut und da sind die scheiß Viecher immer despawned. Naja, aber sind sie hier anscheinend auch. Ich habe es einfach mal hier eingefügt, ne? Hoppala, ich hab da drüben den Block zerschlagen. Das ist jetzt Oh ganz Gott, unglücklich. Lappen. Sekunde, ich reparier's. Und hast hier wieder hingeplantet. Ja, und jetzt habe ich hier aufgemacht, das Wasser. Oh, nein, Oh Gott, es ist. Ach du Scheiße. Oh du Lappen, das ist hier überall runtergelaufen. Oh mein Gott, tut mir leid. Es tut ihm gar nicht leid, er lügt, aber egal. Natürlich, ich weiß, ich bin voll brutal eigentlich. Ich will den Lorin nur zerstören. Genau. Naja, egal. Ihr kriegt, wie gesagt, die beste, die direkte Version, die wir vom Erbauer bekommen haben. Und, ja, wir gehen einfach mal darauf an, dass die Systeme hier funktionieren. Ja, ein Lagerraum, das ist auch mal schön. Hier auch gut mitgemacht mit diesen Regalen, finde ich eigentlich ganz hübsch optisch gemacht und so. Auf jeden Fall und viele schöne Truhen. Und hier geht's zur Hauptwaffe und da rennen wir jetzt mal hin oder fliegen. Also ich fliege. Bin ich Ja, irgendwie schneller. schon. Genau, wieder so ein krankes, fettes Teil hier. Das sind hier drei Projektilladungen voreinander und sehr viele nach links und rechts. Sehr, 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 sehr viele. Also wer sich die Mühe macht, hier nachzuzählen, der bekommt nix. Er bekommt Keine Probleme, Ahnung. deswegen wird sich ja wahrscheinlich verzählen, also so viel wie es ist. Da kann ich auch kurz was dazu sagen. Zu solchen Streukanonen und so. Wenn das Leck fertig ist, so gut ist es. Nämlich sind diese Kanonen sehr schlecht, sage ich jetzt mal. Wenn man so sieht mit so einem Riesenteil, boah, ist das eine fette Kanone. Und hier voll stark und damit one-shottet man jedes Wargear. Aber das ist in diesem Fall eigentlich total scheiße. Weil, wenn man sich mal bedenkt, das ist nur eigentlich auf die Breite gezogen. Wenn man ein Wargear hat, was einfach da steht, wo nur ein Viertel des Zeugs trifft, sind es erstmal viel weniger TNT. Da wäre schon eine Streukanone besser von Nutzen, die mehr verschießt. Oder die TNT effektiv nutzt, zum Beispiel durch Projektilzündung. Welche bei dieser Art Kastenkanone hier nicht vorhanden ist. Aber ansonsten auf jeden Fall ein ganz schönes Teil. Und zu Ja, ich gehe bemerken. jetzt einfach mal rein runter und ihr seht hier, glaube ich, auch, das ist ewig lang, das Ding. Aber wiederum, so ein Makel finde ich, wenn man hier schon 3 braucht, dann kann man doch locker auch noch einen vierten vorne hin machen. Ja, vor allem bis 4 kann man auch noch gut beladen, ne? Man sieht hier oben die Kästchen, ne? Man kann bis hierhin auch gut ohne Probleme was setzen. Im Survival. Im Kreativ kann man bis hierhin was setzen und weitergehen nicht, aber im Survival geht das bis hierhin ohne Probleme. Da muss man es auch immer so, man muss natürlich total aufpassen. Hoppla, Leck. Dass im Survival die Kanonen beladbar sind, ne? Nicht unbedingt nur im Kreativ. Und hierhin sieht man die eine einzige. So, die eine einzige putzige Mini-Tür hier. Sieht total drollig aus, dieser episch lange Gang einfach nur. Und eine einzige kleine Tür hier drin. Ja. Hätte man vielleicht doch zwei Türen einbauen können. Und Matze hat schon den epischen Schalter umgelegt, der da hinten ist. Neben dem Feuerknopf. Der ist nämlich eine Nachladehilfe. Wie wir es auch schon in unserem Kastenkanonen-Video erklärt haben. Hier sieht man, dass da werden Pisten hochgefahren. Das ist eigentlich total praktisch. So läuft man halt nicht dauernd im Wasser und es ist halt wirklich einfacher irgendwo. Also das ist gut, dass es verbaut wurde. Genau. Das war super Timing, gerade als du geleckt hast, schön du was gesagt.
Ja, ich habe es irgendwie gemerkt, du bist irgendwie so kurzfristig so verstummt irgendwie. Normal verstummst du nicht so leicht. Ah, Du so hat redest das hier normal geregelt wie mit du. Repeatern, weil ich dachte mir schon, wie macht er das denn hier über die ganze Strecke? Okay. Ja, Noclip ist auch ganz praktisch bei den TZDWGs. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wobei, wenn man vielleicht auch noch mal kurz sagen möchte zu der Kanone, sowas zu beladen im, ja, beziehungsweise nach den normalen. Ja, guckt es euch an, schon ist die Hälfte wieder despawned. Naja, Du meinst gerade jetzt mal ist Kritik doch krass irgendwie, aussehen. aber. Naja, ich nehme auch an, dass die der Warrior dafür gebaut ist, dass man die Waffe am Anfang beladen kann. Und die erst dann im Fight abfeuert, sozusagen. Und nicht, dass man die im Fight beladen müsste, weil das wäre ein bisschen viel TNT, sage ich jetzt mal. Das stimmt allerdings. Sonst macht das ja auch gar keinen Sinn. Irgendwie kommt man ja nie zum Beladen. Bis dann hat der Gegner schon x-ige Schüsse Wo abgefeuert. bist du? Wo bin ich? Ja, das siehst du jetzt nicht, weil ich extra Shift für dich gedrückt halte. Ah, du Lappen. Ja, What the? es wird schon warm, es wird schon warm. Oh ja. Ach, du Depp, ey. Ja, ich hatte gehofft, du merkst es nicht so schnell. Das Ich war wundere nun mich voller schon. Erfolg. Ja, gehen wir mal weiter. Und das ist versperrt. Und ja. Dann hier haben wir einen der ganz vielen tollen leeren Räume hier drin. Also die Naja. sind echt super, mega attraktiv. Ja, auf jeden Fall. Nee, also ja, man hätte hier ruhig noch was reinbauen können, irgendwie Sportraum oder Ja, genau, da kann man sich einfach Kantinenräume mal schon irgendwas oder Cooles einfallen lassen, ne? wie bei Boah, uns ein in Kamin oder V4. irgendwie eine Küche, was weiß ich. Wie bei uns in V4 in der Bibliothek oder so oder Labor, Alchemisten, Genau, Hüttenlabor, sowas. sonst was. Da haben wir bei V4 auch überlegt, was wir für lauter. Ja, Matzen, muss mir. Nein, tust du nicht? Cool. Nein, mache ich nicht. Ja, jetzt kommen wir auch zu einem kleinen Highlight in dem Walk. Hier ist nämlich diese richtig geilen Automatics, muss man sagen. Es sind leider nur zwei Stück drin. Ich meine, man hätte, wenn man die ein bisschen nach außen gerückt hätte, auch noch eine hier dazwischen quetschen können, aber naja. Bin ich mir Jedenfalls. nicht sicher, weil das ist ziemlich eng, aber lass dich nicht von mir aufhalten. Genau, ich. Vielleicht hätte man es schaffen können, naja, egal. Das sind jedenfalls Automatics, die von beiden Seiten reingeschoben werden. Und zwar Vierer Automatics. Weil es ist zwar doppelt hoch die Treibladungen, aber die Projektile nur einfach. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber naja. Sie funktionieren auch, das habe ich mir auch schon angeguckt. Obwohl die auf den ersten Blick ein bisschen seltsam gebaut aussieht. So ein bisschen aus Mischung, ja, die TNT in eine aktivierte Zone reinschieben und die TNT reinschieben und sie erst dann aktivieren. Aber naja, das ging technisch nicht anders und das war schon, ist hier schon eine gute Lösung. Ansonsten hat die Kanone einen Ansetzer, wie man hier sieht. Ein TNT-Ansetzer. Das reicht hier aber auch. Ja, und vor allem ist auch relativ nah, also wenn er nicht sogar schon die Projektile wegschlägt. Und hier fehlt Wasser, sehe ich gerade. Naja. Ja, also Automatik ist schon mal gut für die Karte. Oh mein Gott, Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich TNT abgebaut. Du bist schuld, David. Ja. Naja, jedenfalls, was man auf jeden Fall auch noch erwähnen müsste hier, ist natürlich die Wasserkühlung, die wahrscheinlich schon jedem aufgefallen ist, was wir nur noch nicht erwähnt haben, weil wir es hier schon mal gemacht haben und es uns folglich nicht mehr überrascht hat, das zu sehen. Ja, die Kanone hat Wasserkühlung, wie man sieht. Und das ist natürlich ein ganz tolles Feature, wenn man möchte, dass die Kanone weniger Schaden anrichtet, wenn sie selbst in die Luft fliegt. Ist zwar verboten in den Regeln, aber wie gesagt, der Worge hat sich, glaube ich, an keine Regel gehalten, so wie er aussieht, also. Jo, das stimmt. Auf jeden Fall eine super Idee. Wir hatten das ja damals bei Mr. Tool LP Sorge V1 war das, glaube ich. Da hatten wir das auch zum ersten Mal gesehen. Genau. Und das ist echt eine super Idee eigentlich. Ja, und da hinten ist nochmal genau so eine Kanone und deshalb gehen wir auch gleich weiter. Beziehungsweise zurück und dann weiter. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass der Worge nur, ich meine, hier einen Gang vorhat, aber dass man das dann auch alles wieder zurücklaufen muss. Könnte man das da direkt einen Stockweg runter und zur Hauptwaffe oder noch eins runter zu den Shotguns, denke ich, Ja. wäre man da viel schneller. Bisschen immer alles von einem einzigen Gang abhängig. Wenn der kaputt geht, ist es auch mal ein Problem. Das ist halt generell so bei Riesen-Wargears so, dass man da oft ein bisschen Probleme hat. Das kennen wir uns inzwischen auch schon ein bisschen aus. Ja. Und jetzt haben wir hier mehrere. Ja, Frieden.
Friede sei mit dir, kipp dich nicht Ja. an. Wäre Gänge. Hier geht's zu der Superkanone. Da gehen wir vielleicht auch erstmal lang. Weil links und rechts geht's auf beiden Wegen zur Brücke. Obwohl die Wege hier nicht symmetrisch sind. Und wobei hier auch die Beleuchtung auch ein bisschen anders ist, was ich ganz schick finde, aber naja. Jo, und dann sind wir hier vorne und hier sehen wir, dass die Beleuchtung leider nicht anders ist, sondern einfach nur hingeklatscht. Wobei ich hier fast einen cooler finde irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber egal. Ich weiß, ich Also meine halt da hinten in dem zumindest. Raum, wo wir eben waren, da war es ein bisschen kreativer gemacht. Naja, Vielleicht also. hier diese mit den Linien sieht doch schäbig aus. Ja, Gefällt vor mir allem nicht. also Gefällt mir mit nicht. einem Abstand und so, naja. Also hier sieht man jetzt einmal die Sandteile von den Automatics, ne? Und ansonsten hier Streukanonen, kleinere Kastenkanonen, ganz simpel. Ich frage mich allerdings. Ach so, hier hat man die vorderste Reihe auch noch ausgenutzt, deshalb hat man das hier so verschoben in der Höhe. Das können wir eigentlich auch noch zu Kastenkanonen. Das ist eine Kastenkanone auf jeden Fall. Die ist nur nicht hier auf einer Ebene, damit man halt diese Leitung hier noch nutzen kann. Sonst würde sich es ja verbinden. Jo, was ich hier schade finde, dass man hier wieder im Wasser beladen muss. Und hier kann man leider keinen so Hebel umlegen, um hier irgendwie so Pistons ausfahren zu lassen. Und es sind wiederum nur zwei Reihen Projektile. Ich meine, drei wären doch einfach gar kein Problem gewesen. Also Ja. warum sparen? Warum sparen? Das ist mir ja auch eine Frage, aber naja. Gut, da vorne ist der Ausgang von der Kanone, wie man glaube ich gesehen hat. Interessiert ja aber niemanden, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade sage. Oh mein Gott. Ja. Obwohl, hier ist ein Hebel. Warte, ich machte. Es gibt doch Pistons. Zu früh gefreut. Hey, sehr schön, geil. Das haben wir auch in der letzten Aber. Aufnahme gar nicht gesehen, fällt mir ein. Aber ob das jetzt bei allen passiert ist, das würde mich jetzt auch Guckst noch du mal, ich guck interessieren. mal Ich hier. gucke hier links. Also hier links, ja. Und dann müssen wir nur. Also da vorne bin ich mir jetzt nicht so sicher. Doch, überall. Ja, Überall, das ist oh, das natürlich ist super, super. also das ist gut gemacht. Ja, Sie in den Kasten dann. können, generell die ganzen Streukastkanonen, da haben die hier schon versucht, der Erbauer es möglichst halbwegs freundlich zu machen für den. Oh, das war jetzt aber mies von dir. Jetzt muss ich genau den Punkt finden. Ja, wo ist der? Ah, Wo fuck. ist der Punkt wohl? Ah, hier, Nein! so. Das war der zweite Versuch. Der eine war knapp daneben.